wollen sie nicht. Nein. Die Medikamente kriegen sie regelmäßig ihre. Und ja, die Spritze kriegen sie auch einmal. Die Spritze müssen sie. Hamza Al-Jabali lebt seit 2011 in Deutschland. Seit fast 2 Jahren ist er jetzt Chefurologe am Amaeus-Klinikum in Aschersleben und hat sich gut eingelebt. Ich habe den Schritt nicht bereut, nach Aschersleben zu kommen. Vorher war ich ja in Flensburg tätig. Das war auch schön gewesen, sehr schön gewesen. Aber hier fühle ich mich sehr wohl und auch meine Familie auch. Als Chefarzt der Urologie behandelt er nicht nur seine Patienten. Er koordiniert ein großes Team aus Ärzten und Pflegepersonal. Die Verantwortung ist damit groß. Am Anfang musste ich viel arbeiten und auch immer länger, so bis 19, 20 Uhr jeden Tag. Aber dann mit der Zeit hat sich alles gelohnt und ich habe es nicht bereut, weil mittlerweile habe ich ein sehr, sehr gutes Team. Die Integration von Personal aus dem Ausland klappt aber nicht immer so reibungslos, weiß man beim Klinikbetreiber Amaeus in Aschersleben. Vor allem bei der deutschen Bürokratie und alltäglichen Dingen bräuchten die neuen Kollegen oft Hilfe. Es ist ein deutlicher Mehraufwand für die Kliniken, die ausländischen Kollegen dabei zu unterstützen. Doch ohne sie ließe sich der Klinikbetrieb kaum noch aufrechterhalten. Gerade im ärztlichen Dienst sind wir auf ausländische Fachkräfte angewiesen. Ich glaube, in keinem Krankenhaus in Deutschland würde es tatsächlich ohne Fachkräfte oder auch Ärztinnen und Ärzte aus dem Ausland mehr funktionieren. Das muss man schon so sagen, ja. Der Krankenhauschef macht sich deshalb Sorgen um das politische Klima in Sachsen-Anhalt, vor allem wegen der migrationskritischen Position der AfD. Ich denke, gerade die Freizügigkeit in der EU ist natürlich ein großer Vorteil für uns, also dass man relativ unkompliziert auch in anderen Ländern arbeiten kann. Davon profitieren wir sicherlich auch. Für ihre Positionen bekommt die AfD aktuell viel Zustimmung, liegt in Umfragen bei bis zu 30%. Mamad Mohammed vom Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt fragt sich, wo das noch hinführt. Die Menschen haben schon gewissermaßen so ein Gefühl von Unmacht auch, weil ein Teil der Leute ja auch nicht so sagen, dieses Ungewissheit im Sinne ja gar nicht auch steuern können. Also ne, man ist sozusagen in der Situation, dass man erstmal mit der politischen Lage, die hier vorgibt, auch leben muss. Hamza Al-Jabali fühlt sich in seinem direkten Umfeld in der Klinik wohl. Aber auch ihn lässt die Rhetorik der AfD zum Beispiel auf ihren Parteitagen aufhorchen. Wir müssen eine Festung Europa bauen. Wir brauchen die Festung Europa zum Schutz unserer Heimat. Sollte die Partei noch mehr politische Ämter besetzen, würde er persönlich Konsequenzen ziehen. Ja, wenn die AfD stärker wird, also ich bin kein Politiker, aber wie die Ansagen zu hören sind, dann wäre ja schade, dass das der Grund sein wird, dass ich vielleicht deutlich überlege, wegzuziehen. Wenn Hamza Al-Jabali und andere Ärzte mit Migrationshintergrund Sachsen-Anhalt wirklich verlassen, dann bleiben in Zukunft viele Operationssäle und Behandlungsräume leer.